auch wenn es wieder ein bisschen länger geworden ist, aber ich wollte auch mal hier jetzt so ein bisschen mit eingehen, was ich so mache, wenn ich im Bus bin und wie ich esse und. Hallo Freunde, heute geht's auf nach Wietzendorf und so sieht es aktuell jetzt in meinem Bus aus. Richtig gemütlich, richtig geile Platzaufteilung. Jetzt packe ich eben noch mal kurz meine Sachen ein, weil jetzt wird nicht mehr aus Taschen gelebt, sondern endlich aus dem Regal heraus. Und ja, dann hoffe ich, dass ich ein paar schöne Shots für euch machen kann. Also viel Spaß. Da denkt man auch glatt, man kommt bei schönem Wetter los. Und ja, ich bin jetzt keine 2 Kilometer gefahren und das Wetter sieht so aus. Naja, ich hoffe, das ändert sich irgendwie noch ein bisschen. Heute Abend ist ja wohl Live-Musik, morgen ist ja ein großer Flohmarkt da. Und ja, ich bin total gespannt, wie das so aussieht und was da so abgeht. Und ich hoffe, dass ich natürlich auch viel Inspiration wieder kriegen werde. Ihr kennt mich da ja. Ja, Freunde, ich bin jetzt angekommen. Entschuldigt bitte die Dunkelheit, aber es ist schon ein bisschen später, beziehungsweise 18 Uhr, aber es ist halt schon dunkel und auch mieses Wetter irgendwie. Es ist jetzt so, ich bin angekommen, aber ich weiß momentan überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, weil es ist so, ich habe keinen Stellplatz mehr bekommen und jetzt muss ich eben sehen, was ich mal mache. Also ich wollte mir jetzt erstmal so ein bisschen die Selbstausbauten gerne angucken und so. Jetzt muss ich gucken, ob ich einen Parkplatz finde, einen gescheiten, und dann würde ich auch gerne nochmal zur Bank fahren. Ja, es regnet ordentlich, vielleicht habt ihr das schon in den Szenen gesehen. Und ein bisschen Geld geholt. Jetzt organisieren wir uns mal einen Schlafplatz, beziehungsweise gucken vielleicht erstmal so, was denn da los ist auf dem Selbstauswahltreffen, wenn da überhaupt noch was los ist. Ich bin anscheinend nicht der Einzige, der keinen Parkplatz mehr hat, also oder keinen Schlafplatz mehr bekommen hat. Ihr seht es im Hintergrund so leicht angedeutet. Ich bin gerade bei Penny. Auf dem Parkplatz stehen ohne Ende Wohnmobile. Und ich glaube, die schlafen hier. Ich frage die mal einfach, ob die jetzt wirklich hier schlafen, weil dann mache ich das heute Nacht einfach auch. Fertig. Ja, Freunde, ich muss es mal ganz kurz erzählen. Ich bin jetzt hier bei Penny gewesen, hab mir ein bisschen was besorgt. Jetzt werde ich nochmal zum Selbstausbautreffen gehen und mal schauen, was das abgeht. Für euch mache ich morgen die Aufnahmen, weil heute Abend ist es natürlich viel zu dunkel für meine Kameras. Und ja, jetzt penne ich hier auf dem Penny-Parkplatz. Ich habe hier gerade jemanden angeschnackt. Das war so unglaublich lustig. Ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde lang mit dem geredet. Der ist mit dem Wohnwagen hier und hier stehen ohne Ende Wohnmobile und Wohnwagen. Und ach, ich liebe diese Menschen hier einfach, ohne Scheiß. Es gibt keine geileren Menschen als Camper, so. Der hat mir erstmal seine halbe Lebensgeschichte erzählt und so. Und man kann super mit dem reden. Ja, und vielleicht treffen wir uns morgen irgendwie nochmal wieder. So hat er gesagt, ja, dann bis morgen und so. Super geil auf jeden Fall. Und ja, Schlafplatz ist gesichert. Und morgen geht's dann erst richtig weiter. Im Internet 13.18. Ja. Kannst du auch für 12 kriegen. Du musst du drücken. Du musst drücken hier. Mhm. Wenn du reindrücken kannst, ist das gut. Aber kannst du nicht reindrücken, dann ist es. Ja. Scheiße. Habe ich alles genommen, was da war? Ich sage, gib mir alles. Ich krieg Rabatt. Du mit deinem Rabatt, sagt er. Ja, also, da musst du mir Rabatt geben. Und dann kommen hier so Lampen ein, so hagelneue für 50 Cent. Ja, gehen wir mal an. Ich baue Räder auf. Ach so. Räder. Ah, okay. Ja. 500 habe ich aufgehört zu zählen. Oh. 500 habe ich aufgehört zu zählen. Ich hätte mal weiter zählen müssen. Ja, klasse. Also jetzt nicht Klappräder, sondern alle Räder baue ich. Ja. Guten Morgen. Es ist so, ich wollte euch noch mal einmal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wenn ich jetzt so hier penne. Also heute habe ich mich so entschieden, die Thermomatten zu benutzen, halt einmal wegen dem Klima und zweitens muss ich mich hier nicht sozusagen verstecken. Und ja, alles super geklappt hier auf dem Penny Parkplatz. Die anderen Leute sind auch immer noch da und jetzt werde ich mal auf zum Selbstausbau treffen. Wieder eine ganz einfache Geschichte. Ich bin jetzt da, habe so einen Parkausweis bekommen. Insgesamt hat mich das jetzt gekostet 7,50 Euro, 5 Euro für mich und 2,50 Euro für mein Auto. Ja, ich finde das okay und jetzt gehen wir mal los endlich. Endlich mal Bilder für euch. Ich merke
gerade, dass es hier echt ein super riesen Flohmarkt ist. Also hier im Hintergrund könnt ihr mal sehen, es geht von Bootenverkauf, Motoren für Booten, alles mögliche an alten Sachen und so. Also irgendwie ziemlich geil. Und man kann hier wohl gute Schnäppchen machen, hat der ältere Herr mir gestern schon erzählt. Der hat ordentlich was eingekauft, vielleicht habt ihr das ja auch schon verstanden. Und mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was aufgenommen kriege, weil momentan ist noch Morgenstimmung irgendwie. Gucken, ob das noch ein bisschen aufwacht. Riesengeschosse. Guckt euch das mal an. Das ist ja nicht nur normal, ey. Aber es ist schon krass, was man da drin wohl alles anstellen kann, im Gegensatz zu so einem VW-Bus. Das ist schon echt heftig. Ich weiß gar nicht, was ich euch alles hier genau zeigen soll. Es gibt einfach wieder so viel zu sehen. Das ist genauso wie beim Bulli-Treffen. Man kann nicht alles zeigen. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Eindrücke trotzdem. Wenig VW-Busse oder so kleine Fahrzeuge mehr, halt so Wohnmobile, Busse. Aber natürlich ist ja auch Selbstausbauer-Treffen und da kann man einfach viel mehr ausbauen. Ja Mensch, hier steht quasi mein Bus. Also es ist nicht meiner, aber es sind genau meine Felgen drauf. Und er sieht genauso aus wie meiner. Irgendwie voll geil. Noch nie so in der Station genau gesehen wie mein. Ich bin jetzt zurück beim Bus. Ich werde jetzt noch nicht nach Hause fahren, aber ich werde mal jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Man sieht immer, ich bin jetzt schon 2-3 Mal rumgelaufen, es eröffnen immer wieder neue Stände und so. Und ja, ich habe Bock ein bisschen zu gucken, ich habe auch schon eine Kleinigkeit gefunden, zeige ich euch am Schluss natürlich auch nochmal. Und ja, jetzt wird erstmal noch eine Kleinigkeit gegessen. Schlendere ich hier gerade über den normalen Campingplatz, also den Südsee Camp, weil hier standen auch noch so 1, 2, 3 Ausbauten, Umbauten, wie auch immer. Und jetzt, ja, habe ich wohl den Campingplatz gerade entdeckt. Ich würde sagen, dass ich mich jetzt auch auf den Weg machen werde wieder nach Hause. Ich bin einige Male hier rumgestratzt, habe ein bisschen was gekauft oder einen Teil gekauft. Freunde, jetzt neigt es sich so langsam dem Ende. Ich sitze jetzt quasi im Auto und möchte losfahren. Ich habe noch 2 von euch getroffen. Also es war jetzt nicht gerade unbeabsichtigt. Also wir haben ja vorher schon geschrieben. Schöne Grüße an euch, falls ihr das Video seht. Ich fahre jetzt nochmal zu denen hin und möchte mir den Multivan von denen mal angucken. Ja, Freunde, ich habe irgendwie gar kein richtiges Ende gefilmt, habe ich jetzt gerade gemerkt im Schnitt so. Ist jetzt wirklich ein Tag, bevor ich das Video hochlade. Ich möchte nochmal so ein ganz kleines Fazit geben, und zwar ist es so, dass ich mir ein bisschen mehr erhofft hätte von diesem ganzen Treffen. Ich hätte mehr gehofft, so dass man ein bisschen mehr sieht, ein bisschen mehr einfach Inspiration kriegt. Das Problem ist einfach, dass ich habe auch da mit jemandem gesprochen, dass einfach die Leute, die früher da waren, jetzt mit ihren modernen Sachen sozusagen dahin fahren, also mit ihren Wohnmobilen und sonstigen Teilen und sich dann versuchen, sich da Sachen anzuschauen und so. Wobei einfach mir persönlich war da einfach zu wenig so. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, vielleicht habe ich auch irgendwie nicht, bin ich nicht direkt auf die Personen zugegangen und so. Aber ja, das ist so meine Meinung. Aber sonst an sich so, der Teilermarkt war super so. Wäre man ein bisschen früher gekommen, also noch in der Woche, wo das ja auch gestartet ist, wäre das noch wesentlich ausgiebiger gewesen. Ja, ich habe mir jetzt so Auffahrrampen geholt, ein bisschen Overkill vielleicht für so einen VW-Bus, denkt sich so der ein oder andere. Aber in Kroatien habe ich auch gemerkt, dass man bei allen Campingplätzen oder wo man dann halt so stand, sowas auf jeden Fall benötigen könnte. Und für 12 Euro, glaube ich, habe ich es dann mitgenommen. Völlig in Ordnung.
Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, auch wenn es wieder ein bisschen länger geworden ist. Aber ich wollte auch mal hier jetzt so ein bisschen mit eingehen, was ich so mache, wenn ich im Bus bin und wie ich esse und bla und so. Das ist euch vielleicht aufgefallen am Anfang. Und ansonsten habe ich mir die schönsten Bilder so rausgesucht und natürlich auch die alten Fahrzeuge, was glaube ich mehr so euer Ding ist oder beziehungsweise mein Ding auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!